Nachwuchs im Innsbrucker Alpenzoo. Nachwuchs ist in jedem Zoo eine ganz besondere Herausforderung. Weil wir selten gehaltene Tierarten nachzüchten, wie zum Beispiel die Wasseramsel, wo der Alpenzoo wahrscheinlich weltweit der einzige ist, der sie hält und auch nachzüchtet. Dann gibt es wieder Tierarten, die fast regelmäßig für Nachwuchs sorgen. Denken wir an Steinbock oder Gämse, die jedes Jahr mit den Kitzen auf uns erfreuen. Auch die Wildkatzen und Luchse garantieren regelmäßigen Nachwuchs. Ein Highlight im heurigen Jahr sind auch die Elchzwillinge. Der Innsbrucker Alpenzoo sieht eine wichtige Aufgabe auch in Sachen Artenschutz. Der Bartgeier ist ein gutes Beispiel. Ein noch aktuelleres Beispiel ist der Waldrapp. Der Waldrapp, dieser seltsame Vogel mit dem langen Schnabel, ist eine der am meisten gefährdeten Vogelarten weltweit. Und wir koordinieren hier vom Alpenzoo aus europaweit die Nachzucht in den Zoos, um hier eine Reservepopulation in den Zoos zu haben, für den Fall, dass man eine Wiederansiedlung wieder machen kann. Mancher Nachwuchs ist für Besucher nicht so leicht zu entdecken, aber für die Tiergärtner im Alpenzoo ganz besonders wichtig. Da denke ich jetzt an die Wiederhöpfe. Der Wiederhopf ist ja ein wunderschön gefärbter Vogel und ist im Alpenzoo in den vergangenen 50 Jahren erst genau in seinem Jubiläumsjahr, nämlich heuer, erstmals nachgezüchtet worden. Das freut uns ganz besonders, zeigt, dass wir in unserer Tierhaltung sehr qualitätsvoll arbeiten. Jungtiere werden manchmal sogar in die freie Wildbahn entlassen, primär aber mit verschiedenen Zoos getauscht. So sind heuer zum Beispiel unsere Fischotter nach Japan gegangen. Also dort haben die Zoos keine Fischotter mehr und sind sehr dankbar, dass wir sie hier mit unserem Nachwuchs versorgen können. Und die können jetzt wieder europäische Fischotter zeigen. Und die erste Dame, die aus dem Alpenzoo nach Japan gegangen ist, heißt ja auch richtigerweise Tirol. Ein Herz für Tiere schlägt nicht nur im Innsbrucker Alpenzoo, sondern auch regelmäßig in den Tirol TV Tierblicken.